Hallo, liebe Shisha-Freunde, wir beide haben heute mal wieder einen neuen Tag für euch auf meinem Kanal. Und zwar auch in der Ahsoka Jungle mit Scars, Appo, Kaminosatz und drei Coco Soul Coin. Ja, Freunde, werdet ihr euch jetzt sicherlich wundern, warum ist jetzt Mittwoch und Freitag ein Video ausgefallen? Wer mich nicht auf Instagram oder mich nicht da verfolgt, ist ratsam, da kündige ich nämlich sowas an, falls was ausfällt. Wird mitbekommen haben, dass ich derzeit einfach viel zu viel um die Ohren habe, sei es jetzt Arbeiten, sei es jetzt Fahrschule und noch ein, zwei andere Punkte. Deswegen war es sehr, sehr schwer, jetzt was aufzunehmen. Das kann jetzt öfter mal vorkommen, dass was ausfällt. Ich sag mal, bis die Fahrschule so zu Ende ist, kann es sein, dass halt immer mal was ausfällt, weil ich halt schon ordentlich Zeit beansprucht und ich halt auch das ordnungsgemäß machen möchte. Aber gut, darum geht es uns heute nicht. Uns geht es heute um einen neuen Aquamenta, um den Aquamenta Exotic. So sieht die ganze Sache aus. Übrigens nervt mich total wieder hier die Sonne und ich bin noch ein bisschen, ich habe noch einen leichten Kater von gestern Abend. Aber wir werden das hier irgendwie schon über die Rolle kriegen, über die Rolle. Sagt man das so? Sagt man, glaube ich, anders. Ist ja egal. Ne, wir haben Aquamenta Exotic, so sieht die ganze Sache aus. Hier ist scheiß Licht hier von der Seite. Und das ist die Verpackung. Wonach soll denn Aquamenta Exotic erinnern? Es gibt ja drei Sorten von Aquamenta, die erinnern halt an diesen, oder die erinnern an Getränke. Das ist einmal Blackbox, den hatten wir schon mal, das Dose 28. Dann einmal den Loco, kommt auch noch wieder zu, finde ich auch sehr, sehr lecker übrigens. Auch, kommen wir zu, Freunde. Und den Fanta Exotic, beziehungsweise den Aquamenta Exotic, der soll wie Fanta Exotic schmecken. Darauf erstmal ein Schlückchen, würde ich sagen. Immer wieder ein Genuss. Und daran soll das Ganze nämlich erinnern. Was ist denn drin in dem Aqua Exotic? Schauen wir einfach mal. Und zwar Maracuja, Orange, Pfirsich, Zitrone und Beerenmix. Das ist wirklich ganz schön exotisch hier, das Ganze. Und das Ganze soll also an dem hier erinnern. Keine Schleichwerbung oder so. Ist halt wirklich so. Glaube ich, soll mal ein Stück nach hinten rollern. Dann ist die Sonne auch nicht immer in meinem Gesicht. Daran soll das Ganze erinnern. An Fanta Exotic. Was sagt er vom Geruch oder erstmal vom Schnitt? Ist mittel bis fein. Ist so wie die letzten beiden Aquamenta-Sorten, die wir auch schon hatten. Also Pier und Blackbox. Hat sich vom Schnitt nichts verändert. Ist ja der gleiche Schnitt. Riechen wir mal dran. Und ich finde, vom Geruch kommt so wirklich diese Fanta Exotic-Note hoch. Also das ist wirklich meiner Meinung nach der gleiche Geruch. Riecht aber sonst richtig schön exotisch. Es kommt kein Geschmack, außer vielleicht die Pfirsich, wo ich sage, du kannst keinen genau identifizieren. Außer die Pfirsich, weil ich ja Pfirsich so sehr mag. Die kannst du halt wirklich raus identifizieren. Sonst ist es wirklich nur ein buntes Beerenmix. Also ein bunter Beerenmix, sage ich schon. Ein exotischer Mix. Beeren rieche ich zum Beispiel gar nicht raus, aber ansonsten ein bunter Mix halt. Exotik, ne? Kommen wir mal zum Rauchen, zum Geschmack, was er da so sagt. Rauchen tut das Ganze wieder wunderbar, schön dichter Rauch, schön viel. Also Aquamenta irgendwie typisch, dass die ganzen Dinger oder die ganzen Sorten einfach rauchen und unheimlich dicht vor allen Dingen rauchen. Das gefällt mir sehr, sehr gut an den Sorten. Aber vom Geschmacklichen finde ich es krass. Und zwar muss ich die Story einfach erzählen. Ich hatte den schon mal in der Bar geraucht gehabt. Und hatte mir eine Fanta Exotic bestellt. Ich weiß übrigens immer noch nicht, warum die halt nicht im Laden nochmal stehen, aber gut, muss man halt immer noch im Kiosk um die Ecke holen. Nein, ich hatte eine Fanta Exotic bestellt und mir den Tabak bestellt zum Rauchen. Und hatte getrunken und dann gezogen. Das Geile ist, wenn du erst trinkst und dann ziehst, am Schlauch so, hast du wie einen neutralen Geschmack. Also das ist so, normalerweise, wenn man jetzt zum Beispiel Cola trinken würde und Doppelapfel raucht, merkst du klar diese Doppelapfelnote. Aber hier, wenn du den Tabak dann raust, du schmeckst den Tabak fast wie gar nicht so. Also die verschwindet richtig in diesen Geschmack, den du noch im Mund hattest von diesem Fanta Exotic, was ja eigentlich im Grunde heißt, dass es genau der gleiche Geschmack ist. Und meiner Meinung nach schmeckt Aquamenta Exotic, ist in meinen Augen Fanta Exotic. Also das ist wirklich so gut getroffen, sei es jetzt vom Geruch. Im Geruch führt eigentlich nur diese frische Note, wenn es kalt ist, beziehungsweise diese Kohlensäurenote fehlt halt. Dieses, ja, das wie ich meine, so, also ist wie Cola zum Beispiel. Cola schmeckt ohne Kohlensäure oder riecht ohne Kohlensäure irgendwie auch anders. Also, ja, ich denke mal, ihr wisst, was ich meine, das kann man einfach nicht beschreiben. Und hier finde ich, ist es genauso. Also, es schmeckt wirklich für mich wie Fanta Exotic. Es schmeckt wirklich richtig gut so, weil es ist so ein bunter, exotischer Mix.
Und es ist meiner Meinung nach auch richtig gut getroffen. Also hier ist wirklich kein Aroma wirklich zu stark drin. Hier ist nicht die Pfirsich zu stark drin, nicht die Maracuja zu stark drin oder sonst was ich hier noch vorgelesen habe. Es ist wirklich so perfekt abgestimmt, meiner Meinung nach, dass es wie Fanta Exotic schmeckt. Da müssen wir nochmal hier einen Schluck drauf nehmen. Immer noch sehr, sehr lecker. Und jetzt ist das Geile, wenn man jetzt zieht, schmeckt es einfach genauso gleich weiterhin. Also wie neutral kann man eigentlich was sagen, wenn man halt diesen Geschmack noch im Mund hat. Also nicht wie neutral, sondern es schmeckt gleich weiter. Also es ist, der Geschmack bleibt weiterhin so. Und das ist, kann man schwer beschreiben, aber es, für mich ist das Aquamenta Exotic, ist für mich Fanta Exotic. Also das ist wirklich pervers gut getroffen. So. Also da muss ich wirklich sagen, Hut ab, ne? Auch wenn ich hier keinen Hut auf habe. Vom Preislichen liegt das Ganze wieder bei 17,90 € für 200 Gramm, kennen wir ja bisher, ist jetzt schon die dritte Sorte, die ich vorstelle. Finde ich in Ordnung, sage ich mal, es raucht gut, schmeckt gut, auch langanhaltender Geschmack, so über eine Stunde so, kann man den dick rauchen so. Ich finde, also Aquamenta ist wirklich, hat wirklich sehr, sehr geile Sorten, muss ich sagen, einfach. Ich habe jetzt schon, wie gesagt, auch noch ein paar andere geraucht, den Gurke zum Beispiel, den Birne, den Blackbox, den Exotic hier, den Loco, denn den Wild Mango, also die haben wirklich sehr, sehr leckere Sorten am Start, muss ich sagen, die mir wirklich auch richtig gut gefallen, weil, ja, das ist so, bisher ist keiner, wo ich sage, das ist jetzt wirklich ein Aussetzer, wo ich sage, das schmeckt mir nicht so, und natürlich kommt zu den anderen auch noch Videos, Freunde, seid gespannt, und ja, eigentlich wollte ich es heute nicht so lange halten, ist halt so, muss erstmal wieder auf mein Leben klarkommen, ja, war gestern ein bisschen hart, aber gut. Ansonsten, Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da checkt links noch erscheinen, sonst beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Ich wünsche guten Rauch, liebe Shisha-Freunde.